Der PicoH0 Messwagen kommt als Expert Plus Modell in den Fachhandel. Der Messwagen ist eine komplette Pico-Eigenentwicklung. Hinter den Schiebetüren des Messwagens ist einerseits das gut ablesbare Display untergebracht, auf der anderen Wagenseite ist der Zugang für das elektronische Innenleben gegeben. Auf der Leiterplatte sind kleine Drucktaster und ein Micro-USB-Anschluss angebracht. Mit dem linken äußeren Taster wird der Wagen eingeschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne LED auf. Der Taster mit der Bezeichnung Mode dient zum Umschalten des Sprachmenüs von Deutsch auf Englisch. Mit dem Reset-Taster kann ich die Einstellungen und Messwerte zurücksetzen. Der letzte Taster dient zum Einschalten des WLANs. Ist das WLAN betriebsbereit, leuchtet zur Kontrolle eine blaue LED auf. Der Messwagen ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Folgende technische Messmöglichkeiten und Raffinessen liefert der Wagen: exakte Ergebnisse der Modellgeschwindigkeit, zurückgelegte Wegstrecke in verschiedenen Maßeinheiten, er zeigt die Steigung und Gleisüberhöhung an, liefert Messwerte zur Gleisspannung DC und zum Digitalsignal DC. Der Wagen baut einen eigenen, unabhängigen WLAN Access Point auf. Die Messwerte werden in Echtzeit über das eingebaute Display angezeigt oder können via WLAN an Android-N-Geräte wie Smartphones und Tablets oder an den PC übertragen werden. Die Verwendung einer DCC-Sniffer-Adresse ist möglich. Der Wagen ist für den DC- und AC-Betrieb sowohl analog als auch digital geeignet. Der Messwagen ist nach Aufsetzen auf das Gleis, sobald Spannung anliegt, sofort betriebsbereit. Im oberen Teil des gut ablesbaren Displays geben Symbole den Betriebszustand des Wagens wieder. Sie bedeuten von links nach rechts gelesen. Gleissignal digital oder analog. Datenspeicher: keine Messfahrt oder Messfahrt aktiv. USB-Status: aktiv oder nicht vorhanden. WLAN oder Wi-Fi: Status an bzw. aus und zeigt den Akkuladezustand an. Neben der Messanzeige, die alle Daten auf einen Blick liefert, können diese Werte auch einzeln angezeigt werden. Setzen wir den Messwagen für eine Praxisvorführung auf eine Modellbahnanlage. Zuglok ist die E-Lok BA111, die zeitgleich wie der Messwagen im Handel angeboten wird. Zuerst sehen wir bei dieser Demonstrationsfahrt das Display, das alle Messwerte wiedergibt. Wem das zu viele Infos auf einmal sind, der kann auch eine von den 7 möglichen Messmöglichkeiten separat auswählen. Wie zum Beispiel die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit. Der geladene interne Akku ermöglicht auch Messungen auf stromlosen Abschnitten. So kann bei einem Gleiswendel die Steigung ermittelt oder bei Kurven die Gleisneigung angezeigt werden. Sie sehen, es funktioniert und die Messergebnisse sind eine gute Hilfe zum vorbildgerechten Gleisbau. Für einen höheren Bedienungs- und Anzeigekomfort sorgt die kostenlose Pico Android App für Tablet oder Handy. Sie kann neben dem Config-Tool für den PC von der Webseite des PicoShop heruntergeladen werden. Kostenpflichtig dagegen ist die Auswertungssoftware Pico Analyst. Mithilfe dieser Software kann ich Messergebnisse grafisch auf dem PC auswerten lassen. Wie ich mit dem Config-Tool die Einstellungen am Messwagen ändere bzw. wie ich mit der Software Pico Analyst arbeite, wird in einem weiteren Video erklärt werden. Mit Hilfe der App können bis zu 6 Messwerte gleichzeitig angezeigt werden. Schicken wir unseren Messzug auf die Reise. Er fährt von der Ebene in eine Steigung, Schattenbahnhof mit Gleiswendel und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Anzeige auf dem Display des Wagens zeigt bei der Fahrt die Gleisspannung an.
Der Messwagen liefert zuverlässig, auch wenn sich der Zug unserer Sichtkontrolle entzieht, Messergebnisse an das Tablet. Der Zug ist wieder am Ausgangspunkt angekommen und auf dem Tablet sind alle relevanten Messwerte aufgezeichnet. Mithilfe dieser Daten kann man sofort Fehler im Streckenabschnitt erkennen und analysieren. Zum Schluss der Vorstellung des Pico-Messwagens ein kurzes Statement eines Modelleisenbahners von der Modellbahn bei ProSport Berlin 24 e.V. in Berlin-Wedding zum Messwagen. Wir hatten also im Club die Möglichkeit, den Pico-Messwagen ausgiebig zu testen. Wir sind erstaunt über die vielen Anzeigemöglichkeiten, die der Wagen bietet. Zum Beispiel Spannung, Gleichspannung, Neigung, Steigung, was andere Anbieter leider nicht können. Unter anderem auch mit der vorhandenen App für Tablets lässt sich das Ganze auch live mitverfolgen, um eventuelle Fehler, die auf der Anlage vorhanden sind, schneller zu lokalisieren. Für ambitionierte Modellbahner ist dieser Wagen absolute Spitze.